Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute bewerte ich mal die neue Six-Bam-Kollektion, also die am 16. Oktober erscheint. Also die Kollektion beinhaltet eine Schwarz-Gold-Jacke, eine Family- und Smash-Gold-Jacke, 4 Hoodies, 6 Shirts und 3 Hosen. Also, Spiel! Als erstes fangen wir an mit der Sad Boys 6BM College Jacke. Also die Tafel mit allen Produkten wird auch immer eingeblendet und die Produkte einzeln auch noch. Also oben vorne ist so ein 6BM zerbrochenes Herz und da drauf steht 6BM, also alle drei Buchstaben so eingekreist. Dann neben so lila Smiley, weißer Smiley, die Ärmel weiß, dann noch so ein Love Hearts. Rosa Punkt, also einfach cool. Die Schrift, Detail blende ich auch ein, hinten drauf. Set 6 werden Boys Körpern 277422-6477. So ein 3D-Druck. Dann kommt jetzt Family Friends College Jacke genauso. Hat ein Rot. Rot ist so cool. Die Jacken werden wahrscheinlich so 160 Euro kosten. Einfach. Rot ist halt so ein nicer Ton. Dann kommen wir jetzt zu dem schwarzen Hoodie. Ist hier einmal vorne so rosane 6. Ich glaube, ein Stick. Rosane 6. Dann das P in Orange, das Rot. Das M in Rot. Und darunter steht F. Und dann so zwei Smileys und ein Love. Ja, ist schon cool. Dann kommt jetzt der graue Hoodie. In der Mitte in bunter Schrift, wie auch immer das dann benutzt, Sad Boys Club Hoodie, so lila in der Schrift, 3D-Druck, hier im Detail, sieht eher so rosa für mich aus, aber ist schon weiß. Dann gibt's jetzt noch ein Love Hearts Shirt, da blende ich mal ein Video ein. Auf jeden Fall, das ist cool, oben so oben steht so Love Hearts 6 Bären mit rosa Schrift und so eine Feuerflamme. Kommt jetzt noch ein T-Shirt so mit so einem Telefon vorne drauf. Da blende ich auch noch mal ein. Da steht 6 Bären Love Hearts, also drei. Ein trauriger, zwei trauriges, weil ich ein weißes Telefon. Würde ich sagen, stabil. Dann kommen wir jetzt zu der Trackpants. Da blende ich hier mal ein Detail ein. Wo der die ganze Smiley drauf sind, ein roter. Ein lilanes K mit so einem Stick, weißes L, anderes O, rotes V. Ja, also schon cool. Dann blende ich hier nochmal. Ja, das Telefon, blende ich zwei Bilder sogar ein. Hier blende ich nochmal ein Video ein mit der Fuck Love Hose. Ja, auf jeden Fall lasst ein Like und ein Abo da, könnt ihr natürlich immer machen. Das ist natürlich logisch. Dann kommt noch ein Straßenstreifen-Shirt, blende ich auch ein Video ein. Übrigens, die T-Shirts sind 360 Gramm. Ja, Pulli glaube ich 520. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. Schwarz, so Glitzeroptik hatte Peso ja auch, kann auch wieder zu. Ja, auf jeden Fall freut euch in den nächsten Zeit kommen. Öfter Videos. Ja. Dann wird hier nochmal die Gesamtüberblick. Warte mal. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, dann noch das Mini-Shirt mit dem Mini-Schriftzug mit so. Hier so Mini-Schrift. Da steht so wieder lila so. Das wieder drauf. Das Shirt gibt es auch noch genauso ebenso in lila. Da blende ich auch nochmal ein Detail ein. Ja. Jetzt kommen wir zu den Gadgets. 6BM haben wie immer viele Gadgets. Halt wie immer in dem weißen 6BM Karton, wo schwarz 6BM noch steht, wie bei Peso. Ich freue mich auch schon, wenn mein Peso-Paket da kommt, auf jeden Fall so ein langes Unboxing machen. Auf jeden Fall jetzt. Ja, ich glaube, es wird es nicht geben, aber es ist auch lustig, so ein
Werbe, wieder mit den Smileys drauf, Schrift, so abgesetzt und unten so 6.p.m. Und da wieder so traurig. Smileys gab viele, Raum vor, nachher brauchen wir Change, wieder halt auch sehr cool. Kann man machen, dann blende ich hier nochmal wieder ein. Wie er mit der roten Family of Friends College Jacke dieser Telefonzelle geht, sieht auch sehr, sehr cool aus. Ja, und dann hier noch eine Member Card, blende ich auch an mein Bild ein. Die ist auch sehr cool. Da kann man, blende ich jetzt ein Video ein, kann man so scannen, sagen wir jetzt mal. Und wenn man die gescannt hat, dann kriegt man halt eine Spotify Playlist und da kann man so eine Spotify Playlist hören. Ich blende nur mal wie das so gestickt wird. Ganz schnell. Ja, auf jeden Fall ist XBR meine coole Marke. Konkurriert auch gut mit Peso, aber Peso auch sehr cool. Die Preise sind auf jeden Fall, habe ich ja gesagt, bei der Kultur 170, vielleicht auch 200. Pulli 90 bis 95, T-Shirt 55 bis 65. Und Trackpants 90, Hose 110, glaube ich, die Cargo. Cargo ist ja noch nicht so viele Details. Dann gibt es nochmal einen lila, so eine Bag. Letztes Mal war es ja braun. Diesmal so lila, da kommt ein Produkt drin in einer durchsichtigen Zip-Bag. Dann kommt hier noch ein Hangtag, einmal wie beim letzten Mal ja so ein braunes. Hier diesmal lila. Mit so rosa Schrift dann noch immer. Verbrochenes Herz mit einer 6 drauf. Ja, ich glaube, das war alles. Tut mir leid, wenn ich irgendwas vergessen habe. War keine Absicht. Auf jeden Fall, lasst ein Like und ein Abo da. Freut euch auf die nächste Zeit. Es kommen alle 2 Tage Videos. Stay peace.